Ein ungewöhnliches Bild bietet sich seit wenigen Tagen vielen Schaulustigen in der Stadt Salzburg. Bagger stehen im Fluss und arbeiten sich vom Müllnersteg abwärts durch die sprichwörtlichen Fluten. Also die Bagger, die wir da hinter uns sehen, die lagern das Geschiebe, das ist der Schotter, den man auch sieht, in der Salzach um eben die Fließwege in der Salzach und schlussendlich auch die Hochwassersicherheit in der Stadt Salzburg zu verbessern. Das ganze Material, was die Salzach bringt, muss irgendwann wieder raus, aus Hochwasserschutz, nicht weil es ist, geht die Stadt runter. Ja, das heißt, wir dann ungefähr 40 vom Material heraus und das wärst nachher verfirscht. Genau die richtige Tiefe zu finden ist dabei gar nicht so einfach. Es gibt genaue Pläne, an welcher Stelle die Salzach wie tief sein muss. Andi und seine Kollegen arbeiten hier mit viel Erfahrung und Gefühl. Ja, das schaue ich mir beim Löffel aus, mehr oder weniger. Nicht? Ich probiere zuerst mit dem Löffel, wie tief das ich bin. Und nachher machen wir was Anhaltspunkte und nachher weiß man das eigentlich schon. Gebaggert wird nur im Flussbett. Die Uferbereiche bleiben unberührt und können an warmen Tagen weiterhin als Liege- und Entspannungsfläche genutzt werden. Diese Bänke, die wir hinter uns sehen und die auch dann weiter unten sozusagen auf der linken Seite sind, die werden von diesen Baggerungen überhaupt nicht berührt. Also die Baggerungen finden im Endeffekt ausschließlich im Fluss statt. Und diese Bänke, diese Schotterbänke bleiben genauso erhalten, wie man sie jetzt hier sieht. Die Arbeiten starten jetzt im Februar und dauern rund 2 Monate. Die Mannschaft steht dabei ordentlich unter Zeitdruck. Sie muss vor der Schneeschmelze im April fertig sein und dabei trotzdem sehr sorgsam vorgehen. Also diese Arbeiten, die müssen wir jetzt durchführen, weil im Prinzip die Salzach jetzt den niedrigsten Wasserspiegel hat und wir eben nur bei dieser Niederwasserzeit sozusagen diese Arbeiten durchführen können. Ja, man muss schon aufpassen, dass das Wasser nicht das Material unten wegschwappt. Es ist, guck mit dem Bagger rein, es ist schon dann aufpassen. Ne? So wird mit Vorsicht und viel Routine weitergebaggert. Das entgeht auch den Menschen und den Tieren nicht. Die Möwen zum Beispiel scheinen sich nicht zu stören. Sie schwimmen bis auf wenige Meter an die Bagger heran. Ja, und hofft, dass wir nicht ausscheißen. Ja, so viele Leute wie da sind, ist normal nicht. So wie andere Flüsse, da sind wir angelegen, mehr oder weniger nicht. Oder auch die Becher innen rum, da kommt eigentlich kein Mensch. Da ist jetzt schon mal viel Schaulustige. Die Bagger arbeiten noch bis Mitte April in der Salzach für noch besseren Hochwasserschutz.